Der Herr sagt, schmücke dich mit dem Wort Gottes, nicht mit dem Glanz dieser Welt. Die Trompete Gottes, Trumpet Call of God. November 2004 von dem Herrn, unserem Gott und Erlöser. Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy, für Timothy und seine Frau und für all jene, die Ohren haben und hören. Frage von Timothy für seine Frau. Herr, ist es in Ordnung, Schmuck mit Glaubenssymbolen zu tragen, wie zum Beispiel Kreuze? Antwort von Gott dem Vater. Timothy, du sollst dich nicht mit irgendwelchem Schmuck schmücken, außer den Ring, als Zeichen deiner Verbindung mit deiner Frau. Schmücke dich lieber mit dem Wort Gottes. Ja, ziehe den Messias an, der Christus genannt wird, und wandle in seinen Wegen, indem du dich bemühst, ihm ähnlich zu sein. Und deine Frau soll sich in gleicher Weise schmücken, denn sie ist schön, wie sie ist, wie ich sie erschaffen habe. Doch zu dir, Geliebte, sage ich dies. Du darfst solche Symbole in Erinnerung an das Opfer des Sohnes tragen, in aller Demut und Liebe, wenn du sie nahe am Körper trägst, für dich persönlich. Denn ich sage dir die Wahrheit, ein Symbol des Glaubens, das in einer bescheidenen Weise getragen wird, ist kein Götzenbild. Sei also im Frieden, denn ich kenne dein Herz und ich weiß, wen du anbetest. Doch wehe jenen, die solche Symbole um der Eitelkeit willen tragen oder als Trophäe oder Zeichen ihrer eigenen Güte und Überzeugungen. Denn durch ihre Handlungen lästern sie immer und missbrauchen den Namen des Herrn, obwohl sie ihren Mund nicht geöffnet haben, um zu sprechen. Wehe jenen, die im Rampenlicht stehen, deren Selbstdarstellung mit einem Stern verglichen wird. Wehe jenen, die sich mit allerlei glitzerndem Schmuck, feinem Geschmeide und teuren Kleidern schmücken, während sie gleichzeitig Symbole des Kreuzes tragen. Denn ihre Sünde ist größer. So ist unter dem Deckmantel der Heuchelei und des falschen Ruhms ihr wahres Gewand verborgen. Denn sie kennen mich nicht und ich lebe nicht in ihnen. Denn was haben all diese Dinge mit mir zu tun? Ist es nicht der demütige, reumütige Mensch, der mir auf allen seinen Wegen die Ehre gibt? Denn er sucht mich zu ehren, mir zu gefallen, vor allem anderen. Er will nicht an den Wegen dieser Welt teilhaben und er sucht auch nicht Ruhm für sich selbst. Durch seine Taten leuchtet er und sucht Ruhm für den einen, der allein Gott ist. So wird der Mensch, der mich in allen Dingen an die erste Stelle setzt, auch der Erste sein, wenn die Herrlichkeit kommt. Deshalb lasst all jene, die mich wirklich kennen, meinen Namen zuerst durch ihre Wege verkünden und erst dann mit ihrem Mund. Denn Ehre, die nur gesprochen wird, ist bloß Wind, der Schleier des Heuchlers, der nicht weiß, wohin er geht und keine Reue darüber hat, wo er gewesen ist. Also dann, Geliebte, noch einmal sage ich zu dir, trage unter deinen Kleidern Symbole des Glaubens, wenn es dir wirklich am Herzen liegt, dies zu tun, denn ein bescheidener Diener ist dem Herrn wohlgefällig. Doch du, Timothy, bist mein Prophet, du darfst nicht, denn ein Prophet des Allerhöchsten muss nackt bleiben von allem, was von dieser Welt ist. Er muss abseits stehen von jenen, die lästern und meinen Namen missbrauchen. Und seht, an dem Tag, an welchem ich ihn sende, wird er die Götzenbilder niederreißen und die Idole zerbrechen, vor denen sich die Menschen verneigt haben.
Er wird jede Statue umstürzen, zu welcher diese törichte und getäuschte Generation gebetet hat, und sie in Stücke schmettern. Denn an jenem Tag wird er die Gerechtigkeit meines Gewandes tragen und das Schwert meiner Empörung schwingen. Schaut, meine Diener bemühen sich, mich zu verherrlichen, wenn sie hinausgehen und wenn sie hereinkommen. Im Offenen und im Stillen bringen sie meinem Namen Ehre. Seht, sie halten die Gebote Gottes und sie haben das Zeugnis von Yahushua, dem Messias, er, der Jesus und Christus genannt wird, und ihr Zeugnis ist wahr, sagt der Herr.